Gut, kommen wir zur Aufgabe, Teilaufgabe C. Hier geht es um 12 Schüler. Drei davon sind intensive Disco-Besucher, der Rest sind gelegentliche. Und wir sollen jetzt die Wahrscheinlichkeiten für diese beiden Ereignisse, Ereignis A und Ereignis B, herausfinden. Fangen wir mit Ereignis A an. Nur der erste und der dritte Schüler sind gelegentliche Disco-Besucher. Gut, das ist hier kein richtiger Satz, aber man kann sich das denken. Da sieht man schon, der erste und der dritte, das heißt, die Reihenfolge ist wichtig. Deswegen habe ich hier mal so eine kleine Tabelle gemacht, wie man sich das gut vorstellen kann. 1, 2, 3. Und was ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der erste ein gelegentlicher ist? Das sind 9 Schüler von 12, also 9 Zwölftel. Dann der zweite soll intensiv sein. Es gibt drei Intensive und jetzt nur noch 11 Schüler, weil der eine ist schon raus. Und beim letzten dann 8 Zehntel. Also 8 gelegentliche, denn einer ist ja hier schon. Und 10 Schüler noch insgesamt. Die Einzelwahrscheinlichkeit multipliziert man und dann kommt man hier mit ein bisschen Runden auf 0,164. Das entspricht dann 16,4%. Okay, Ereignis B. Genau zwei intensive Disco-Besucher. Hier erkennt man schon, dass die Reihenfolge hier nicht wichtig ist. Das heißt, wir haben hier verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Das heißt, der gelegentliche, also bei genau zwei Intensive, heißt es, einer davon muss gelegentlich sein. Entweder ist der letzte gelegentlich, der mittlere oder der erste. Und diese Wahrscheinlichkeit berechnen wir genauso wie hier oben auch. Dass der erste intensiv ist, ist 3 Zwölftel. Dass der zweite intensiv ist, dann 2 Elftel. Also die Gesamtzahl reduziert sich immer um 1. Und dann nimmt man jeweils die Grundmenge von dem gelegentlichen oder den intensiven Schülern. Dann für die zweite Kombinationsmöglichkeit machen wir das im Prinzip nochmal ähnlich, nur dass das dann sich hier vertauscht, also die 2 und die 9 vertauscht sich hier. Es kommt hier wieder das gleiche raus. Ja, also das hier oben ist genau das gleiche wie hier unten, weil das ein Produkt ist und da kann man die Faktoren vertauschen. Ja, und bei Bruchrechnung kann man das ja alles auf einen Zähler, alles in einen Bruchstrich schreiben, also 3 mal 9 mal 2 durch 12 mal 11 mal 10. Okay, und kommt auch nochmal das gleiche raus, wird genauso wie hier oben berechnet. Und dann berechnet sich die Wahrscheinlichkeit von B mit 27/220, also rund 0,123. Denkt auch immer schön an das Rundzeichen, wenn ihr hier irgendwas verändert. Ich glaube, es war 0,1227 oder so ähnlich ungefähr. Also da hab ich gerundet und deswegen kommt hier auch ein Rundzeichen hin. Das sind dann 12,3%. Oder entspricht dann 12,3%. Auch dieses entspricht, das hier darf man nicht gleich schreiben. Soweit ich weiß. Gut, das zur Teilaufgabe C. Und im nächsten Video mache ich dann Teilaufgabe D. Bis dahin.